So, in dem Video geht es um Kognition. Das heißt, wir wollen uns den Prozess der Informationsverarbeitung anschauen. Wir hatten ja schon geguckt, wie wir Informationen wahrnehmen mit unseren Sinneszellen, am Beispiel des Auges. Jetzt geht es weiter. Wir schauen jetzt nämlich, wie die Informationen vorverarbeitet werden, um dann im Gehirn verstanden zu werden, und machen das am Ende am Beispiel der Tiefenwahrnehmung. Genau, also die visuelle Informationsverarbeitung, wie jede Informationsverarbeitung, also von jedem Sinn geht, teilt sich in die wirkliche Wahrnehmung der Sinnesinformation und dann dem Verständnis, also dem Verstehen der Erkenntnis im Gehirn, was eigentlich diese Sinneszellen hier getriggert haben oder was die Stimuli eigentlich bedeuten. Und wir tendieren dazu, das zu sehen oder das zu verstehen, was wir kennen. Das hat Effizienzgründe. Das heißt, wir können viel schneller handeln, wenn wir hier aus dem Erfahrungsschatz Informationen nehmen und schauen, was wir sehen und ob das zu irgendwas passt, was wir schon mal gesehen haben. Das heißt, wenn wir sehen, dann haben wir hier erstmal Stimuli. Das heißt, wir sehen jetzt hier ein Mädchen mit einer Sonnenbrille und hochgerissenen Armen, was wahrscheinlich auf uns zuläuft. Und wenn wir in dieser Situation sind, dann werden wir wahrscheinlich unsere Arme öffnen, um dieses Mädchen aufzufangen, weil am Ende steht dann die Aktion. Wir wollen in Echtzeit mit unserer Umwelt interagieren und auf unsere Umwelt reagieren. Und von daher kommt nach der eigentlichen Wahrnehmung der Stimuli, das Verstehen, das Auswerten dieser Informationen und dann die Handlung. Und wenn wir hier auf Erfahrung aufsetzen, dann werden wir viel schneller in der Aktion. Das kennen wir von Dingen, die wir trainieren, das heißt Abläufe, motorische Abläufe, die automatisiert ablaufen. Genau, und hier gibt es ein paar Prozesse, die uns helfen, schneller zu werden und die Informationen auch schnell zu verstehen, um hier dann in Echtzeit zu reagieren. Und zwar haben wir so eine Art Signalvorverarbeitung auf der Netzhaut. Also wenn wir Dinge sehen, unsere Umgebung sehen, dann findet hier eine Kontrastverstärkung statt, nämlich eine Verstärkung dessen, was wir sehen, zu den Kanten hin. Das hilft uns, besser zu sehen, als es unsere Augen uns eigentlich erlauben. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt eine Kamera oder einen Film und wenn das Licht nicht so gut ist, sind dann hier zum Beispiel die Farben nicht mehr so kontrastreich, man erkennt Dinge schlechter und unsere Augen sind zwar adaptiv, das heißt, sie funktionieren bei sehr hellem Licht, auch bei dunklerem Licht, aber wir können hier den Augen noch ein bisschen mehr Performance geben durch diese Kantenverstärkung. Die wurde entdeckt von jemandem, der heißt Mach, und der hat Machsche Bänder erstellt. Und zwar sehen wir die hier. Das heißt, wir haben jetzt hier Bänder, also Rechtecke verschiedener Grauwerte nebeneinander. Und wir sehen dann diese Bänder als also Farbverläufe. Das heißt, zu den Kanten hin haben wir das Gefühl, dass eine helle Fläche noch heller wird, wenn sie an eine dunkle stößt. Und andersrum, wenn eine dunkle Fläche auf eine helle stößt, wird sie wahrgenommen, an den Kanten ein bisschen dunkler zu sein. Und hier sehen wir jetzt, was das bedeutet in der Realität, das heißt die Intensität dieses Graus versus dessen, was wir wahrnehmen. Also diese Treppchen unter dem Band, was wir hier oben sehen, die Treppchen sind eigentlich gerade. Das heißt, die Bänder, die haben keine Farbverläufe, die haben alle einen Ton, mit dem sie gefüllt sind. Und was wir hier sehen, ist aber halt diese Kantenverstärkung. Das ist das, was ich gerade meinte. Die dunklen Flächen werden am Rande der hellen etwas dunkler sogar noch wahrgenommen, als sie wirklich sind, und die hellen dementsprechend etwas heller. Das ein ähnlicher Effekt, das heißt so eine Kontrastverstärkung, findet
statt, also wenn wir auch Flächen auf Flächen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Rechtecke. Innerhalb dieser Rechtecke haben wir verschiedene Quadrate, zwei Stück. Und wenn wir jetzt überlegen, welches dieser Quadrate heller und dunkler ist, dann wirkt das Quadrat auf dem dunklen Hintergrund ein bisschen heller und das auf dem hellen ein bisschen dunkler. Das ist derselbe Effekt, das ist, das hat der Mach rausgefunden, und hier soll es wieder dazu dienen, eine Kontrastverstärkung haben, um die Dinger besser diskriminieren zu können von ihren Hintergründen. Genau, also wenn wir die Hintergründe wegnehmen, dann sehen wir, dass wir hier unterschiedliche Hintergründe zwar hatten, aber gleiche Quadrate im Vordergrund. Bei dem nächsten Beispiel sollt ihr mal überlegen, ob es hier Übereinstimmungen gibt zwischen den Hintergründen, wo die Zahlen draufstehen, und den Hintergründen, wo die Buchstaben draufstehen. Das heißt, überlegt doch mal, ob es einen Grauwert gibt auf diesem weißen Quadrat, der identisch ist mit einem Grauwert dieser Flächen auf dem schwarzen Quadrat. Wenn ich eine Weile drauf schaue, dann habe ich das Gefühl, dass 2 und A zusammenpassen. Aber 2 sieht irgendwie ein bisschen heller aus als A aus. Das heißt, am ehesten noch würde ich mich für das Paar A2 entscheiden. Und wenn wir das aber auflösen, das heißt die Rechtecke von ihren Hintergründen nehmen und somit diese Kantenverstärkung auch wegnehmen, dann sehen wir, dass 2 und A zwar ähnlich sind, aber A ist ein bisschen dunkler. Das heißt, die einzige Übereinstimmung in dem Grauwert der Flächen haben wir bei 3c. Und das habe ich nicht wahrgenommen, das haben Sie vielleicht oder ihr nicht wahrgenommen, weil wir hier diese Kantenverstärkung durch die andersfarbigen Hintergründe hatten. Genau, was sehen wir hier? Hier haben wir zwei Möglichkeiten, etwas zu sehen, und das hängt ein bisschen davon ab, womit wir uns vielleicht eher beschäftigen. Das heißt, das hängt auch wieder davon ab, was wir eigentlich kennen, was uns vertrauter ist, was wir erwarten. Das heißt, ich sehe jetzt erstmal zwei Gesichter. Wenn ich das Bild in der Tiere sehe, ich auf einmal eine Vase. Das hat wiederum auch mit Erfahrung zu tun. Das heißt, normalerweise sind die Sachen im Vordergrund heller und die Sachen im Hintergrund dunkler. Das heißt, normalerweise, wenn wir jetzt solche Bilder haben, wo wir zwei Dinge drin sehen können, also auf der einen Seite Gesichter, auf der anderen Seite eine Vase, dann könnten wir dazu tendieren, die helleren Sachen als Vordergrund zu sehen. Und dann haben wir hier die Vase. Wir können das natürlich auch umdrehen und können sagen, hier sind jetzt zwei Menschen, deren Schatten ich nur sehe, weil dahinter was beleuchtet ist und ich sehe die durch ein Fenster. Das war für mich jetzt erstmal unwahrscheinlicher, und Sie können das oder ihr könnt es selber für euch mal überlegen, was ihr hier seht oder ob das auch damit zu tun hat, womit ihr euch gerade beschäftigt habt. Habt ihr euch gerade mit Vasen beschäftigt oder wart ihr gerade mit Leuten zusammen? So, hier ist jetzt die Frage, was wir sehen. Wir haben jetzt drei Figürchen, drei Charaktere, und die sind unterschiedlich groß. Was heißt das in dem Fall? Das kann zwei Dinge heißen. A, kann es heißen, dass die unterschiedlich weit weg sind, weil Dinge, die weiter weg sind, nehmen wir unterschiedlich groß wahr. Das heißt, die Proportionen sind jetzt hier mal nicht ganz realistisch. Wir wissen, die Dinge verjüngen sich nach hinten in 45 Grad bei einer Zentralperspektive und werden dann in der Zentralperspektive halb so groß. Das kennen wir aus der Geometrie. Das kommt immer, sag ich mal, auf die Linse an und auf die Art und Weise, welche Perspektive wir hier gewählt haben. Aber an der Stelle sehen wir auf jeden Fall durch die Verjüngung und durch die Andeutung einer Straße, dass wir es hier mit Entfernung zu tun haben. Und wir können davon ausgehen, dass die Figürchen gleich groß sind, aber halt unterschiedlich weit von uns weg. Wenn ich hier einen anderen Hintergrund hinlege,
nämlich ein Regal andeute, dann würde das eben heißen, dass alle Figürchen in dem Regal stehen, die aber unterschiedlich groß sind. Das heißt, worauf ich hier hinweisen will oder worauf ich so einführen will, sind Hinweise auf die Tiefe, auf die Tiefenwahrnehmung. Und die liegen halt darin begründet, was wir schon wissen. Das heißt, wir wissen entweder, dass Dinge, die in einem Regal sind, dann auch gleich weit von uns weg sind. Oder wir wissen, dass Dinge, die alle auf einer Straße zum Beispiel sind, nach hinten hin, wenn sie weiter weg sind, kleiner werden. Wir haben bei der Sinneswahrnehmung, bei der visuellen Sinneswahrnehmung, schon angefangen, uns mit der tiefen Wahrnehmung zu beschäftigen, weil wir nämlich gesagt haben, wenn Dinge weit weg sind, dann sind die Augen, also die Linsen, sind entspannt und die Augen schauen ein bisschen parallel, wenn die Dinge weit weg sind. Und wir haben jetzt hier einen verkleinerten blauen Kegel dargestellt in den Bildern, die dieses Auge jeweils wahrnimmt. Und der Rot ist nicht zu sehen, weil der dahinter ist. Wenn die Dinge näher dran sind, dann haben wir hier Divergenz. Das heißt, die Augen richten sich aufeinander aus und die Linsen werden gequetscht durch die inneren Muskel und wir sehen jetzt hier den roten Kegel hinter dem blauen. Das heißt, wir haben hier weitere Indizes, weitere Hinweise für die Tiefe. Nämlich, wenn Dinge weiter weg sind, dann sehen wir zwei gleiche Bilder. Wenn Dinge näher dran sind, dann haben wir besseres 3D oder besseres räumliches Sehen und die beiden Bilder unterscheiden sich voneinander, die wir in dem Auge jeweils haben. Das heißt, unsere Tiefenwahrnehmung funktioniert eben deshalb, weil wir zwei unterschiedliche Bilder haben. Die funktioniert halt auch, weil wir die Augen ausrichten können aufeinander, auf einen Punkt, der nah bei uns ist und weil wir die Linse verändern können. Das sind Mechanismen, die helfen zur Tiefenwahrnehmung, die passieren aber größtenteils unbewusst. Das heißt, die Verschmelzung der beiden Bilder zu einer 3D-Szene, die können wir nicht beeinflussen. Ich kann mich nicht auf ein Auge oder das andere konzentrieren. Das heißt, das sind Mechanismen für die tiefen Wahrnehmung, aber die tiefen Hinweise, die nehmen wir aus den Bildern selbst. Hier haben wir zum Beispiel Schärfe oder Unschärfe. Das heißt, wenn ich meinen Finger hier hinhalte, dann sehe ich den unscharf, wenn ich zu euch in die Kamera gucke. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann merke ich auch die Muskelarbeit in meinen Augen und um meine Augäpfel drumherum. Und ich sehe dann den Finger scharf. Genau, das heißt, was ich weiß aufgrund von Schärfe oder Unschärfe ist, dass die Dinge, die scharf sind versus denen, die unscharf sind, also die Scharfen sind wahrscheinlich auf einer Ebene, das heißt gleich weit von uns weg. Dann die Verdeckung, das sehen wir im unteren Bild. Die Dinge, die näher zu uns dran sind, verdecken die Dinge, die dahinter sind. Entweder komplett wie im oberen oder partiell wie im unteren Bild. Und gerade auch schon angedeutet, Dinge, die weiter weg sind, werden kleiner. So, jetzt können wir mal in diesem Beispiel gucken, was hier die Hinweise für Tiefe sind. Also, wir haben jetzt hier Verdeckung, das heißt, die Menschen, die vorn sind, verdecken die Menschen, die hinten sind. Die Regenschirme verdecken zum Teil Leute oder auch Teile der Architektur. Und die Bäume verdecken die Häuser, die wiederum dahinter sind. Genau. Dann werden Dinge kleiner, die weiter weg sind. Wir haben ja nun kleine und größere Menschen, aber bei der Baumreihe können wir davon ausgehen, dass die circa zeitgleich gepflanzt werden, nämlich als die Promenade gebaut wurde und von daher, wenn die Bäume sich verjüngen, also kleiner werden über Distanz, dann ist das über die Verjüngung ein Indiz für Entfernung und wir haben hier dann zeitgleich auch die Perspektive, weil die Linien einander zulaufen nach hinten. Genau, was haben wir noch? Wir haben Schatten, das sieht man hier bei dem Mann und daneben bei dem Korb an der rechten Bildseite, die müsste ich wahrscheinlich verdecken, ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Das heißt, hier haben wir eine Verortung auf dem Boden. Wir wissen nämlich, dass
die Dinge oder wir ahnen, dass die Dinge nicht schweben. Das heißt, der Korb steht auf dem Sand, der Mann sitzt auf dem Sand und von daher, wenn ein Schatten weiter vorn als hinten ist, dann gehen wir, dann wissen wir halt, dann haben wir eine Relation zum Boden und sehen dann auch, was weiter weg ist. Und dann schaut doch mal auf die Berge, die kriegen so einen leichten Blauschimmer. Das hat mit der Atmosphäre zu tun. Die Atmosphäre hat nämlich die ist blau. Das heißt, der Himmel ist blau, wenn da keine Wolken sind. Und je mehr Atmosphäre zwischen unseren Augen und den Objekten sind, die wir so sehen, desto blauer werden die. Das fällt uns nicht auf bei Dingen, die nah dran sind. Aber in Landschaften haben wir halt genug Atmosphäre zwischen uns und den Objekten, die wir sehen, dass hier Bäume zum Beispiel so leicht ins Blaue rauschen. Und das sehen wir auch hier. Das heißt, die Berge sind wahrscheinlich bewaldet und darum geht das Grün halt so ein bisschen ins Blau. Und die Häuser, die man hinten erahnen kann, haben halt auch so einen kleinen Blaustich. Genau, das heißt, wir ergänzen jetzt hier mal die Hinweise für die Tiefe. Also wir hatten schon die Mechanismen für die Tiefenwahrnehmung. Wir haben hier Distanz versus Größe, also das heißt, die Dinge, die entfernt sind, werden kleiner. Wir haben die Verdeckung, wir haben die Schärfe. Hier haben wir in dem Bild so eine Tiefenschärfe bei circa das, was so 3 Meter von uns da entfernt ist. Und genau, die Schatten hatte ich jetzt noch ergänzt, das atmosphärische Licht, also der Blaustich. Die Perspektive, die sehen wir an der Strandlinie, aber ganz gut an den Bäumen. Dann sehen wir, das zeigt jetzt dieses Bild nochmal besser, dass wir ja auch auf Flächen haben wir eine Verzerrung. Das heißt auch eine perspektivische Verzerrung. Da werden dann auch Strukturen nach hinten kleiner. Das können wir bei dem Strand beobachten, aber halt auch sehr gut an dieser ausgetrockneten Erde. Und wir haben etwas, das wir jetzt hier an dem Strandbild nicht gesehen haben, weil das ein Still, also ein Standbild war. Motion Parallaxe, Bewegungsparallaxe. Das bedeutet, wir stellen uns mal vor, dass wir im Zug sitzen. Die Dinge, die weit weg sind, bewegen sich viel langsamer an uns vorbei oder wir bewegen uns an denen vorbei, als Dinge, die nah dran sind. Das heißt, hier sehen wir auch Distanz aufgrund der Geschwindigkeit, mit der sich Dinge an uns vorbei bewegen oder mit der wir uns an den Dingen vorbei bewegen. So, jetzt fassen wir nochmal zusammen, was wir eigentlich gerade besprochen haben. Das heißt, die Sinneswahrnehmung passiert in der visuellen Wahrnehmung durch Augen. Das heißt, die Augen haben diese Sinnesreizung und Gehirn. Im Gehirn passiert das Verstehen. Und wie schon gesagt, wir tendieren dazu, das zu sehen, was wir erwarten, was wir kennen oder auch was wir wollen. Und das ist ja nicht immer der Fall. Das heißt, manchmal haben wir unerwartete Eindrücke. Was passiert dann? Das heißt, wir könnten zum Beispiel dann Illusionen haben. Das heißt, wenn die Dinge, die wir sehen, nicht so richtig zueinander passen. Auf dem Kreis, den ihr seht, der ist ein bisschen klein, aber versucht da mal drauf zu starren. Das heißt, in die Mitte zu gucken. Und da diese Form so ein bisschen unerwartet ist und Bewegung vorgibt durch die Linien, müsste der Kreis sich anfangen zu bewegen, wenn ihr drauf starrt. Was passiert noch, wenn das, was wir sehen, nicht so richtig passt? Das kennen wir von VR-Brillen. Das heißt, wir sehen eigentlich, was wir erwarten. VR-Brillen haben oftmals einen Lag. Das heißt, wir sehen die Bilder etwas später, als wir es spüren. Also wenn wir uns bewegen und das Bild ein bisschen versetzt ist, dann ist unser Gehirn verwirrt. Das heißt, dann wird uns unter Umständen schlecht. Und das liegt halt daran, dass wir nicht das sehen, was wir erwarten, aufgrund unserer Bewegung, also der Kenntnis, wie wir uns gerade bewegt haben. Genau, und das Dritte sind die Gestaltprinzipien. Das heißt,
zu wissen, also zu deiner Erwartungshaltung zu haben und das zu sehen, was wir eigentlich erwarten, impliziert ja, dass wir irgendwelche Muster haben, dass wir irgendwelche Erwartungshaltungen haben, etwas zu sehen. Und das kennen wir aus der Gestaltpsychologie oder aus der Gestalttheorie. Und dazu gibt es nochmal einen expliziten Blog.